Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt in mein Video. Das Zebra-Dreschi ist wieder bei mir angekommen. Ich freue mich aufs Durchstöbern. Wenn ihr wissen wollt, was in der Box enthalten ist, ob ich mir etwas finde und was Österreich so hin und her schickt, bleibt gerne dran. Ich starte mal kurz mit den Eckdaten für alle, die das Zebra-Dreschi noch nicht kennen. Wir sind das erste Trash-Paket in Österreich. Ja, wir sind insgesamt 8 Mädels, die uns gegenseitig unbeliebte Produkte hin und her schicken, in der Hoffnung, dass ein anderer sie vielleicht gerne aufnehmen möchte in seiner Sammlung. Und heute ist das Paket wieder bei mir angekommen. Wir haben auch eine neue Teilnehmerin, die liebe Benita. Alle Kanäle, die mitmachen, findet ihr unten in der Infobox. Und wir quatschen gar nicht lange, weil das Paket, habe ich das Gefühl, wird immer größer. Ja, und ich lege einfach mal los mit der ersten Box. Die erste Box kommt heute von der lieben Lola. Die Lola-Box. Und die öffne ich jetzt einfach mal. Hier auch das Zettelchen, wo wir uns ja immer aufschreiben, was wir gerne für diese Produkte hätten, was ersetzt werden muss, wie auch immer. Ich werde wie immer nicht alles zeigen, damit es für die anderen Mädels spannend bleibt. Aber ja, so das ein oder andere Produkt werdet ihr dann sicher bei mir sehen. Ich starte mal und als erstes packe ich hier was aus einer Luftpolsterfolie aus. Und zwar von Miss Lean die Amazing Eyeshadow Palette. Und die sieht Ihnen so aus. Sehr, sehr neutral, nichts Spannendes. Aber trotzdem schön. Und als zweites von Sephora die Miniaturpalette. Und die ist unbenutzt, hat so ja typische Herbstfarben, aber auch nichts für mich. Immer wieder gut einpacken. Wir haben das für uns in der Gruppe auch besprochen. Es gehört viel besser eingepackt, weil uns leider auch mal am Weg Produkte kaputt geworden sind. Ja, passiert leider einfach. Man schickt dann doch viel hin und her. Dann sehe ich als nächstes von Essence den Prime and Studio Mattifying Pore Minimizing Primer. Den hatte ich tatsächlich schon mal, war auch nicht zufrieden. Ja, mit Poren habe ich ja weniger das Problem. Bei mir ist es immer wichtig, dass ich was mit Feuchtigkeit benutze, deswegen darf der weiterziehen. Dann sehe ich hier ein Produkt von e.l.f. Super Hydrate Moisturizer with Hydrating. Also ich würde sagen, eine Tagespflege eventuell von e.l.f. in so einer fliederfarbenen Dose. An sich richtig süß das Produkt, aber ich habe selber so viel Tagespflege, dass ich dann nicht zugreife. Dann sehe ich hier zwei Pinsel, die ich kenne. Und zwar, das ist aus der Amalfi-Kollektion von PH Cosmetic. Zwei Blenderpinsel. Die finde ich tatsächlich gut. Ich mag meine besonders gerne, deswegen kommen beide mal auf den Vielleicht-Stapel. Man muss natürlich am Ende dann immer, das mache ich dann für mich separat, schauen, ja, was die Pinsel gekostet haben, ob man es mit anderen Produkten ersetzen kann, dass man sich auch solche Produkte rausnehmen kann. Dann machen wir weiter mit Ombia Moonshine Booster. Ein Nachtserum hätte ich jetzt gesagt, oder ein Nachtbooster. Wie gesagt, bei Cremen bin ich ausgestattet. Dann habe ich weiters von Rival Love mit dem Bronzer Stick. Das ist dieses Produkt hier. Ja, mit Stick Bronzern. Da taste ich mich lieber nicht dran. Das ist nicht so meines. Dann haben wir als nächstes von Cees Living Colorful eine Color Mascara. Von Caesar oder Cees habe ich tatsächlich noch nichts probiert, aber Mascaren habe ich in Hülle und Fülle, das darf weiterziehen. Was haben wir denn hier noch? Dann haben wir von Trend It Up so Nagelsticker. Ich gehe ja, wie ihr sehen könnt, ins Nagelstudio, aber ich habe schon gehört, dass die richtig gut sein sollen. Da wird sich sicher ein Abnehmer finden, denn von der Farbe her, muss ich sagen, finde ich die ja richtig schön. Schon ein bisschen was für den Frühling, würde ich zwar sagen, aber die kann man sicher im Backup aufbehalten. Dann haben wir einen Duft von Saliné Mon Amour. Das ist dieser hier. Und tatsächlich, glaube ich, ja, den habe ich selber. Flakon, richtig schön. So mit Rosen.
aber den Duft habe ich selber. Und ein letztes Produkt zeige ich noch. Und zwar, das ist von Jean & Len, eine reichhaltige Bodymilk ohne Gedüns mit Shea Butter. Packaging brauchen wir reden, ich glaube nicht. Richtig schön, schade, dass es eine Bodylotion ist. Ihr wisst, ich bin cremevoll und deswegen darf es auch weiterziehen. Das war mal die Box von der lieben Lola. Wie gesagt, alles zeige ich nicht. Ich räume sie nur wieder sorgfältig ein. Und ja, trotzdem habe ich da zwei Pinseln entdeckt, die für mich sehr spannend sein könnten. Mal sehen, ob ich sie ersetzen kann. Aber ich werde sie mir auf jeden Fall mal auf die Box legen. Die Box werde ich mir hier hinten aufstellen. Und die Pinsel lege ich mir gleich oben drauf, dass ich weiß, zu welcher Box sie gehören, falls ich sie dann nehmen möchte. Die nächste Box, die drankommt, ist die Barbara Box von der lieben Cori Lady. Und auch da werden wir einen Blick hineinwerfen. Auch wieder mit dem Zettelchen gut verpackt. So einiges. Was mir gleich ins Auge sticht, super süß. Dieser Spiegel hier. Ist der niedlich? Hell, also ist es nicht von Stitch oder irgendwie so? Oder ist es nicht Stitch? Richtig süß. Dann haben wir von La Vera eine feste Dusche. Auch da habe ich noch einiges im Backup. Ist also nicht notwendig. Dann haben wir von... Was ist denn das? Ein Woody Eyeliner. Sagt mir jetzt gar nichts. Nehme ich an, dass sie ihn bei Piper gekauft hat, weil ich das... Liebe von Piper kenne. Eyeliner, nein. Dann haben wir von Essence eine Nourishing Handcreme. Packaging richtig hübsch, aber Handcreme, cremevoll, ihr wisst es, nichts für mich. Was haben wir denn hier? Dann haben wir hier von Sleek eine Palette und zwar das ist die Mineral-Based Eyeshadow Palette Juwels 579. Und die schauen wir uns doch glatt mal von innen an. Puh, krieg sie gar nicht auf. Ach jetzt, sogar noch mit Pinsel unbenutzt. Und die Palette sieht so aus. Da hat sich jetzt gleich ein Farbton... Ach so, die sind nicht so, die kann man wechseln, das wusste ich nicht. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Die kann man so wechseln und sich dann neue Farben hineingeben. Vielleicht sollte ich da irgendwie etwas davor halten. Schöne Farben, aber auch viel in Schimmertönen. Ich brauche da eine gewisse Kombination. Unbenutzt, schöne Palette, darf aber weiterziehen. Packe ich wieder gut ein. Dann haben wir als nächstes von Giorgio B. ein Aha Glykolid Peeling Gel. Noch nie gehört, spannendes Produkt. Peeling Gel, auch Peelings habe ich einige aktuell. Ich habe erst wieder mein Badezimmer umgeschlichtet und deswegen weiß ich gut, was ich so in meiner Sammlung habe und was ich mir nehmen darf, sage ich jetzt mal. Außer es ist natürlich ein Produkt, was mich von Packaging her sketcht. Das kann natürlich auch sein, dass das Packaging mir dann einen Strich durch die Rechnung macht. Dann haben wir von Mio ein 2-in-1 Wash & Moss Mask. Heute habe ich es mit der Sprache. Ein Body Cleanser. Darf aber auch weiterziehen. Wir haben super viele Luftpolsterfolie verpackt. Hier haben wir Nagellacke. Und einen Blush, glaube ich. Ja, einen Blush von Elf. Sehr schlicht. Packaging ganz okay. Nichts, wo ich schwach werden würde, obwohl Blush ja so meine liebste Kategorie ist. Aber ich habe mir geschworen, ich halte mich ein bisschen zurück, damit auch den anderen Mädels was bleibt. Dann sehe ich hier von Ahuhu ein Argan-Shampoo. Haarprodukte bin ich immer noch vorsichtig, hatte ja erst vor kurzem Haarausfall, deswegen halte ich mich auch da zurück. Dann haben wir hier ein Palace Identity. Was soll das sein?
ich kann es nicht zuordnen, Produkt. Deswegen darf es natürlich auch weiterziehen. Aber Pamela, du kannst gerne Bescheid geben, was das sein soll. Dann haben wir von Make-up Obsession so einen kleinen Kabuki Brush. Und dann schaue ich da noch rein. Hier haben wir noch ein bisschen was an Paletten und da möchte ich natürlich hineinschauen. Einmal haben wir von Essence die Witch Side Eyeshadow Palette. Das ist ja diese Palette, die uns zuzwinkert. Richtig schöne Palette. Innen kommt sie sehr nudig. Ein bisschen benutzt. Vom Packaging eine schöne Farbe, aber ich habe eine ähnliche mir gerade selber zugelegt. Deswegen darf die Winke Palette gerne weiterziehen. Und was haben wir hier noch? Alle werde ich euch nicht zeigen, weil das sind doch noch ein, zwei andere Paletten. Eine fische ich noch aus und schaue, ja, was uns da, oh, auch ein tolles Packaging, die Dollbox Eyeshadow Palette. Richtig viel, was funkelt. Und auch die schauen wir uns innen an. Und die hat dann doch eher rötliche Töne. Aber auch das ist nicht so meins und darf daher weiterziehen. Alles zeige ich euch nicht. Ja, was da noch drinnen ist, schaue ich mir für mich nochmal durch. Aber aktuell hätte ich mal aus dieser Box für mich nichts gefunden. Macht aber nichts, weil für mich selber schaue ich dann auch am Schluss nochmal durch. Und ja, vielleicht entdecke ich dann doch das eine oder andere und ich sage, ach, das möchte ich doch probieren. Da zeige ich euch am Ende des Videos dann wieder, wie gewohnt, ein Foto, ja, was dann definitiv bei mir bleiben darf. Aber auf den ersten Eindruck ist die Box nichts für mich. Wir kommen zur nächsten Box und das ist die Renate Box. Auch eine riesige Kiste, auch mit Zettelchen und auch da werden wir einen Blick hineinwerfen. Einmal haben wir von Essence Oil Control Paper. Die sind ja an sich richtig cool, denn mit denen kann man untertags, wenn man jetzt so wie hier eine glänzende Stelle hat, einfach ohne weiteren Produkt sich die glänzenden Stellen abnehmen. Und an sich finde ich diese Produkte wirklich nicht schlecht. Deswegen, weil auch die Verpackung richtig süß ist, kommt das mal auf den Vielleichtstapel. Dann sehe ich von Paradox ein Moisturizing Conditioner. Ich glaube, das ist was für die Haare. Das ist nichts für mich, das darf weiter. Von Kuishi ein Tropical Scrub. Auch bei Scrub habe ich ja gesagt, bin ich noch bedient. Dann haben wir hier von Essence aus der You Glitter irgendwas. So loses Glitter, schaut richtig fancy aus, ist aber nichts für mich. Dann haben wir von Number 5 so eine Mini-Lidschattenpalette. Das ist auch nichts für mich. Einfach zu dunkel und zu wenig Auswahl an Farben, aber schön. Dann haben wir von Essence eine Palette und zwar Follow Your Heart. Ich glaube, genau die habe ich selbst bei mir. Hat wunderschöne Töne. Perfekt eigentlich für den Herbst-Winter. Aber ich glaube, genau dieselbe habe ich schon in meiner Sammlung. Packen wir wieder gut ein, dass nichts kaputt geht. Dann haben wir von Essence Face Juvel so Glitzer für, ja, das Gesicht, wenn man zum Beispiel irgendeinen spannenden Look oder eine Challenge hat zum Aufkleben, brauche ich tatsächlich nicht. Hier kommt noch eine Palette und zwar von Revolution, die Creator Revolution Pigment Pastel Dream Palette. Was sehr, sehr buntes. Mir fast zu bunt, obwohl mein Augenlook heute auch sehr bunt ist, aber ich greife halt einfach selten dazu und deswegen darf die auf jeden Fall auch weiterziehen.
Und ein Produkt zeige ich euch noch. Und was nehmen wir da? Ich schaue gerade, ob da irgendwas ist, wo ich sage, oh, interessant. Das finde ich spannend. Eventuell auch etwas, woran ich Interesse habe. Von Parsa ein Maskenpinsel. Eignet sich perfekt, um Crememasken aufzutragen. Finde ich ein spannendes Produkt und kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. So, den Rest zeige ich euch nicht, damit es wieder spannend bleibt. Die Renate-Box habe ich jetzt wieder hier hinten dazugestellt und gleich wieder die Produkte oben auf, damit ich weiß, aus welcher Box ich sie genommen habe. Jetzt kommen wir zu Säckchen, die meistens bedeuten, dass wir Goodies haben. Und das ist ein Goodies-Säckchen, wo ziemlich viel voll ist. Also gehe ich davon aus, dass es von der lieben Birgit ist, weil die war vor mir. Und ich schaue jetzt einfach mal. Ach, das ist sogar beschriftet mit Personen. Dann ziehe ich nur meines raus. Schau es mir mal an. Ach, wie süß. Ich zeige es jetzt nicht in der Kamera. Denn ja, das ist auch beschriftet, also für jeden eines. Und ich zeige euch aber, das, wie das von hinten aussieht. Und da ist ein Zettelchen drauf, was ich richtig süß finde. Zeige ich aber nicht, dass für die anderen auch eine Überraschung bleibt. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr darüber. Das Säckchen mache ich wieder zu und wandert natürlich für die anderen Mädels weiter. Die Frage ist, wo lege ich es mir hin? Dann haben wir noch so ein Säckchen, die eignen sich richtig gut, um Goodies einzupacken. Und was haben wir da? Da muss ich jetzt mal kurz reinschauen, was das ist. Ist das süß? Auch das werde ich nicht zeigen. Das ist auch für eine andere Teilnehmerin aus dem Trashy. Und das zeige ich nicht, was da drinnen ist. Da wird sich eine Person richtig freuen. Dann kommen wir zu unserer Box, wo sich jeder nehmen darf, was er möchte. Da sind verschiedene Proben drinnen und Tester, wie auch immer. Da können wir uns ganz wild austoben, Sachen rausnehmen, die uns gefallen. Und geben natürlich auch immer wieder Pröbchen oder etwas hinein. Das schaue ich mir aber dann in Ruhe durch. Das würde den Rahmen einfach sprengen. Deswegen lege ich es mir mal hier auf die Seite. Dann geht es weiter mit der Box von der lieben Beauty XX Place. Das ist unsere nächste Box. Wieder mit Zettelchen. Und auch da werden wir mal einen Blick hineinwerfen, was es da Spannendes gibt. Auch gut gefüllt. Und wir beginnen mit einem Nagellack von Catrice. Pure Nail Polish. Ein schöner Nude Ton in der Farbe 03 Perfection. Nagellack, ihr wisst, ist nicht so meines. Dann haben wir von Look.at That Glow ein Brightening Serum. Da finde ich das Packaging sehr ansprechend, aber Serum aktuell nicht notwendig. Dann haben wir von Birutin eine Rosatonerdemaske. Strahlender Teint mattiert für einen natürlichen Glow. Masken gehe ich über, deswegen halte ich mich zurück. Von Boulevard der Beauty. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht ein Lipbalsam ist. Ja, es riecht zumindest danach. Auch Lipbalsam habe ich zu Genüge. Darf weiter. Dann haben wir von Max & More einen Fixing Spray. Ah, das ist wieder ein Produkt, was ich spannend finde. Ich gebe es mal auf den Vielleicht-Stapel. Dann haben wir von Colourpop Party Proof einen Eye Primer. Nutze ich tatsächlich nicht. Von Go Flawless ein Banana Setting Powder. Das ist mal ein riesiger Oschi. Also ich glaube, das bekommt mein Leben nicht leer. Deswegen Puder habe ich. Und wenn ich mir den nehme, würde ich ihn wahrscheinlich sowieso in ein, zwei Jahren nur wieder aussortieren. Deswegen verzichte ich gleich.
Dann haben wir von Elf einen Highlighting Brush. Der sieht so aus. Den finde ich tatsächlich auch spannend, deswegen mal auf den Vielleicht-Stapel. Von Bella Pierre Cosmetic ein Mineral Blush in der Farbe Amaretto. Den habe ich selbst. Sonst wäre es definitiv ein spannendes Produkt gewesen. Von Victoria's Secret Hydrating Body Lotion. Auch super spannend, aber wieder eine Body Lotion. So wie auch bei der Lola Box. Body Lotions sind einfach nichts für mich. Von Eveline Cosmetic eine Hand- und Nail Cream Mask 5 in 1. Ihr habt es, Mädels, mit den Cremen. Nichts für mich. Dann haben wir hier ganz schicke Ohrringe. So ähnliche habe ich selbst schon, sind aber wirklich hübsch und gerade für die bevorstehende Weihnachtszeit vielleicht für den einen oder anderen was. Ich habe ähnliche, deswegen kann ich verzichten. Eine Haarbürste in so einem Roségold. Auch mit dieser Tangle-Teaser bin ich nicht Freund. Und auch mit diesen Magic Pony nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Produkt kennt. Das ist für ja, einen höheren Pferdeschwanz. Habe ich selbst schon getestet und bin nicht unbedingt zufrieden damit. Was haben wir hier noch? Ich werde nicht alles zeigen, weil da ist dann noch eine schöne Palette, die zeige ich aber nicht. Und was sehe ich hier noch? Ein Eau de Toilette, Naomi Campbell Bread de Pore, ein Eau de Toilette. Ist das schon geöffnet oder nicht? Es ist immer schwierig, wenn man Düfte reingibt, die man nicht schnuppern kann, denn auf blind würde ich mir natürlich keinen Duft behalten. Aber bei Duft bin ich dann doch immer sehr, auch süß, mit so einem Schleifchen. Und jetzt schnuppern wir mal daran, wenn es geht. Ja. Das riecht aber nicht schlecht. Das gebe ich mir mal auf den Vielleicht-Stapel. Das überlege ich mir noch. Das kommt natürlich auch darauf an, was da preislich ja, dafür hineinwandern muss. Aber es ist eben, wie gesagt, voll. Und das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Packe es nun wieder gut ein. Und damit ist die Kiste von der Beauty XX Place auch durchgesehen. Bei dem Rest zeige ich wieder nicht. Tatsächlich habe ich aus dieser Kiste, wie ihr sehen könnt, bis jetzt die meisten Produkte. Noch bin ich ja nicht sicher, ob ich wirklich alles behalte. Dann kommen wir wieder zu der Anfangs-Goodie-Box. Da sind wieder Goodies drinnen von den Mädels für uns Mädels. Und da schaue ich jetzt mal rein, was es so gibt. Oder ist so viel Unterschiedliches. Ich glaube, das mache ich dann für mich selber, denn da muss ich mich erst durchwuseln. Aber das ist eben so die Goodiebox, wo wir eigentlich angefangen haben, Goodies hineinzupacken für die anderen. Immer gut beschriftet, aber auch eben in diesen Säckchen, die ich euch vorher schon gezeigt habe. Dann kommen wir zur nächsten Box und das ist die Stephanie-Box, also meine. Prall gefüllt. Ich zeige euch nur den ersten Blick, was zurückgekommen ist, was getauscht wurde. Und die ist schon richtig gut gefüllt. Zeige euch da jetzt nicht die Produkte. Aber ich sehe, dass meine Box auch schon sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Deswegen werde ich einfach mal die Box austauschen. Ich muss ja sowieso schauen, was getauscht wurde, was niemand haben wollte und ersetzt das Ganze natürlich wieder. Deswegen brauche ich euch die nicht zeigen. Als nächstes kommen wir zur Karo-Box und die ist ja mal richtig schwer. Und in der Karo-Box wieder mal ein Zettelchen. Und auch da werden wir einen Blick hineinwerfen. Viele haben schon angefangen, es richtig gut einzupacken. Sehr, sehr löblich. Als erstes springt mich an die Revolution London Palette. So eine ähnliche habe ich selbst zu Hause. Von Fab Factory Pink Crush eine Palette. Da schauen wir gerne hinein. Oh,
ein wenig rosa, ein wenig blau, aber nichts für mich. Dann sehe ich eine Palette von Essence Bronze This Way. Auch spannend. Schauen wir auch gerne mal hinein. Ich habe mir das letzte Mal oder vorletzte Mal ja schon die grüne genommen, die es bei der Lola gab. Und jetzt wäre die drinnen. Ich gebe sie mal auf den Vielleicht-Stapel. Vielleicht darf sie bei mir einziehen. Mal sehen. Was haben wir hier noch? Dann haben wir von Freiöl ein Gesichtsöl. Mit Ölprodukten habe ich es nicht so, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir eine Haarspange. Ich glaube, dass die viel zu breit ist für meine paar Fuseln. Deswegen auch nichts für mich. Dann haben wir von L'Oreal Glam Beige eine Cushion Foundation. Da würde ich auch gerne mal reinschauen, wie das aussieht. Es wirkt sehr, sehr dunkel. Ich habe mir so oft schon Foundations rausgenommen, noch nicht alle getestet. Deswegen zieht die mal weiter. Von Be Good eine feste Duschseife mit Zitrone, Melisse und Kokosnussöl. Und auch da habe ich mir schon einiges rausgenommen an so festen Produkten, die ich noch nicht probiert habe. Deswegen auch nichts für mich. Die habe ich selber, eine Handcreme mit Trüffel. Von Yumi Candle eine Body Milk. Mädels, ihr mit euren Body Milks. Nichts für mich, wie schon die ganze Zeit erwähnt. Von Note ein Lippenprodukt in der Farbe Hazelnut. Passend für den Herbst, aber Lippenprodukte habe ich einiges. Von Essence All About Matte Öl Control Paper. Da habe ich mir ja schon die von der Renate rausgelegt. Da gefallen mir vom Packaging auch eine Spur besser, deswegen lasse ich die mal weiterziehen. Von Essence Adventure Aways Get Sunkissed Highlighting Blotting Paper. Das klingt natürlich wieder spannend. Das sind Blotting Paper mit integrierten Highlighter. Super spannend. Packaging richtig hübsch. Die kommen gern auf den Vielleicht-Stapel. So noch nie gesehen. Was sehe ich hier noch? Von Revolution, den Glam Balm Lip Balm. Finde ich von der Farbe her super ansprechend, aber Lippenprodukte brauche ich einfach nicht. Dann haben wir hier eine Kette mit so einem weißen Stein drauf. Ketten trage ich einfach zu wenig, deswegen lasse ich die Finger davon. Und das Letzte, was ich euch zeige, ist ein Shampoo, ein festes Shampoo von We Do Professional. Habe ich auch erst angefangen zu testen, feste Shampoos. Deswegen muss ich mich mal mit dem beschäftigen, was bei mir zu Hause ist. Den Rest zeige ich euch wie immer nicht, damit es für die anderen wieder etwas spannender bleibt. Dann ist hier, das habe ich mit rausgefischt, das ist so unsere Glassichtfolie, wo neue Kuverts sind, wenn man ein neues Kuvert schreiben möchte. Und auch unsere Listen, der Vordruck, wo man dann eben einträgt, was man in seine Box gepackt hat. Das werde ich wieder auffüllen, weil das ist so mein Part. Das fülle ich immer auf, wenn es bei mir ist, dass die Mädels wieder genug Zetteln bei sich liegen haben und zu verwenden haben. Ja? So, und jetzt sind wir bei der letzten Box und das ist die Birgit-Box. Von der werde ich ganz wenig zeigen, weil von der habe ich ja das Paket bekommen. Das heißt, die Mädels kennen die Box noch gar nicht. Und ich öffne die Zettelchen hier, gut verpackt. Ein paar Sachen zeige ich, das mache ich ja immer, aber da werde ich mich für mich selber mehr durchwuseln, einfach um die Spannung ja, aufrechtzuerhalten, weil das ist so die neueste Box und jetzt dann meine. Ich zeige jetzt ein paar Produkte. Als erstes haben wir von Bella Pierre Cosmetic ein Kiss Proof, eine Lip Cream. Nichts für mich.
Dann haben wir von Isana Pflegekapseln Perfectin. Das ist schon dann eher was für mich. Die finde ich ja immer super spannend und hautverschönend Arganöl und Ingwerextrakt. Die gebe ich mal auf den Vielleichtstapel. Oder ist ein selbes Produkt enthalten, und zwar dieses Yogobe Peeling Gel. Na, das dürfte bei beiden Mädels nicht gut angekommen sein. Sieht aber auch bei mir weiter. Was haben wir hier noch? Dann haben wir, das zeige ich mal nicht, das ist ein sehr spannendes Produkt. Das schaue ich mir dann nur für mich kurz an. Und wenn ich es nicht nehme, bleibt spannend für die anderen. Ein Deo, und zwar das 8x4 Vibrant Flower Deo. Die finde ich an sich auch nicht schlecht, deswegen kommt das mal auf den Vielleichtstapel. Von Lotti einen Augenbrauenstift. Den habe ich aber selbst noch. Was haben wir hier noch? Von Polar eine 50 plus UVA UVB Sonnenlotion. Ja, schon ein bisschen vorausschauend für den nächsten Sommer. Dann haben wir von Pixie by Petra einen Beauty Blush Duo, also so ein Zwei-Phasen-Blush. Da habe ich tatsächlich gehört, dass es nicht so der Renner sein soll. Ich lasse es mal weiterziehen. Ich war ja immer brav am Blush nehmen. Dann haben wir hier von Rituals Sugar Love einen Body Mist. Den finde ich wiederum super spannend. Kann man an dem schnuppern? Ja, den werde ich gerne auf den Vielleichtstapel geben. Schaue ich dann nochmal so durch. Ich glaube, für den Rest, ja, den werde ich euch einfach nicht zeigen. Und damit sind wir auch schon durch. Ich glaube, ich habe alle Boxen gezeigt. In der einen oder anderen habe ich mir ein paar Produkte gefunden. Ich werde einfach jetzt mal schauen, ob ich sie ersetzen kann. Ich hoffe, es war spannend für euch. Für mich war dieses Mal ja wieder relativ gut was dabei. Vielleicht werde ich ein, zwei Produkte nicht nehmen. Da folgt jetzt gleich im Anschluss das Foto, was dann definitiv bei mir geblieben ist. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Ich werde es jetzt weiterschicken an die liebe Beauty XXPlace. Die hat einen Kanal auf Instagram und wird das dann mit Fotos oder irgendeiner Story festhalten. Werde meine Kiste neu befüllen, werde schauen, was ich wirklich austauschen kann. Ich hoffe, ich hatte Spaß gemacht zuzusehen. Und ja, schreibt mir mal, was ihr gerne genommen hättet oder wo ihr sagt, oh, das wäre ein Produkt für mich gewesen. Es war dieses Mal sehr Bodycream-lastig. Alle denken da schon an die Winterzeit. Jeder braucht Bodylotions, ich nicht. Und deswegen habe ich da auch keine mal auf den Vielleichtstapel gelegt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Schaut unbedingt bei den anderen Mädels vorbei. Und jetzt folgt, wie gesagt, noch das Foto. Alles Liebe, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, baba.